erzähle Ihnen heute ein bisschen was von E-Mail in Zeiten. Das klingt jetzt zwar verkehrt, aber es ist genau das, was ich sagen möchte. Ich versuche Ihnen zu erzählen, was ist E-Mail im Unternehmen überhaupt? Was fasst man heute alles unter E-Mail zusammen, was eigentlich gar nichts mit E-Mail zu tun hat? Was wir bis 2012 gemacht haben, und dann erzähle ich Ihnen, was in diesem Jahr passiert ist. Ich glaube, 2013 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr, wo sich unser Kommunikationsverhalten geändert hat. Ich hoffe das, weil es dringend notwendig ist, dass sich unser Kommunikationsverhalten ändert. Der Herr Snowden hat sein Leben ruiniert. Und das hat er getan, um uns mitzuteilen, dass die Geheimdienste auf unsere Infrastruktur Zugriff haben. Was ich Ihnen heute erzähle, ist alles öffentliche Information. Also ich werde jetzt nichts irgendwelche Geheimnisse in der Öffentlichkeit erzählen. Die genaueren Geschichten stehen im Guardian, beziehungsweise es steht das im Guardian, was der englische Geheimdienst im Guardian übrig gelassen hat, nachdem die ein paar Festplatten kaputt gehauen haben im Keller. Was können wir tun? Das ist leider nicht allzu viel. Und was sollen wir tun? Das ist das, was man vielleicht hinbekommt, ohne seinen Stecker zu ziehen. Ich erzähle Ihnen erstmal ein bisschen was über mich. Mein Name ist Marc Haber. Ich bin freier IT-Consultant, verheiratet, mache E-Mail seit 1992. Die andere Seite, den Mail-Server, mache ich seit 1998 und auch seit da verdiene ich fast mein komplettes Geld mit Internetdiensten und da gehört natürlich E-Mail auch dazu. Ich bin Debian-Developer. Debian GNU Linux ist das Betriebssystem, das auf diesem Notebook läuft und das auch auf dem Notebook von Hans Bonfisch läuft, das auf sehr vielen Servern in der Welt eingesetzt wird. Ich mache Projekte mit Linux-Netzwerken und Rechenzentren. Ich sage immer ganz gerne, dass ich alles mache, was nicht mit Microsoft und Apple zu tun hat. Ist natürlich auch nicht so ganz richtig, weil ich habe auch schon mal Infrastruktur gebaut, die dazu benutzt wird, um Apple iPads an ein Microsoft Active Directory zu authentifizieren, damit die Leute dann ins WLAN rein können. Aber das habe ich eher gemacht, weil halt die Protokolle, die unten drunter stehen, von sehr wenigen Leuten heutzutage verstanden werden. Das sind dann die Dinge, wo ich dazu komme. Was haben wir 2012? Wer hier im Raum hat keine E-Mail-Adresse? Sehen Sie, alle haben E-Mail. Und wir wissen auch alle, dass weit über 90% der Mail, die sich im Internet bewegt, unerwünscht ist. Deswegen hat jeder Provider einen Spam-Filter, einen Malware-Filter. Und es ist immer noch zu viel, was bei uns ankommt, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Malware, Viren, Würmer kommen größtenteils per E-Mail. Die Angriffe auf unsere Bankkonten kommen größtenteils per E-Mail. Und trotzdem bekomme ich vielleicht so 2-3 digital signierte E-Mails in der Woche. Ich habe, glaube ich, noch nie die Signatur wirklich geprüft, obwohl ich es sollte. Und verschlüsselte E-Mails bekomme ich so 2 Stück im Jahr. Eigentlich ist das traurig. Es gibt ein Verschlüsselungsmechanismus, der wenigstens zwischen Mail-Servern eingesetzt wird. Der ist aber rein optional und wenn er mal benutzt wird, ist er auch nicht so schön sicher, weil die Gegenseite nicht authentifiziert wird. Da kann also jederzeit ein Böser dazwischen hängen und brav verschlüsselt mit dem anderen sprechen und trotzdem alles mitlesen. Das ist übrigens dieses E-Mail made in Germany, was nach dem Bekanntwerden von Prism und Tempora mit viel Tamtam angekündigt wurde. Letztendlich haben die Provider, die an diesem E-Mail Made in Germany teilnehmen, sich dazu entschlossen, wir machen ESMTP Start TLS unter uns verpflichtend und wir prüfen auch, ob wir mit der Gegenseite sprechen. Letztendlich ist es ein Feigenblatt, weil trotzdem auch wieder jeder mitlesen kann. Das nächste Problem, was wir haben, Inhaltsfilter, sprich wenn wir Viren oder Spam filtern wollen, funktionieren am besten, wenn wir viel E-Mail bewegen. Weil, das sind größtenteils inzwischen statistische Verfahren, wenn eine E-Mail, die zu 90% identisch ist, plötzlich an 10.000 meiner Kunden reinkommt, dann muss das Spam sein. Oder es ist ein Newsletter, was vielleicht auch Spam ist, aber vielleicht nicht so böser Spam, wie man ihn eigentlich nicht haben will. Wenn man für eine Firma mit 50, 60 Leuten einen E-Mail-Server betreibt, ist es ganz, ganz schwer, mit statistischen Methoden unerwünschte Inhalte zu erkennen und zu filtern. Ein bisschen schwerer ist die Sache geworden, seit die Mobiltelefone allgegenwärtig geworden sind. Wir haben BlackBerry, wir haben Exchange, wir haben iPhones, die mit Exchange oder mit irgendeiner anderen Gruppe sprechen möchte. Und im Gegensatz zu den ortsfesten oder Notebooks, wo alle Firmen sagen, wenn du deine private Maschine anschließt bei uns, bist du sofort tot, fangen die Firmen jetzt an zu sagen, also ein Mobiltelefon wollen wir dir eigentlich nicht bezahlen, bring mal dein eigenes mit.
Und auf dieser Maschine wird dann das Active Directory Passwort gespeichert, das in der Firma alle Türen öffnet, auf einem Mobiltelefon mit einem sowieso nicht vertrauenswürdigen Betriebssystem, das so gut wie nie geupdatet wird und nicht mal unter zentraler Administration der Firma steht. Und wenn wir mobile Devices verwenden, dann muss eine E-Mail eventuell zweimal durch die Anbindung durch. Ich habe hier mal so ein bisschen was gemalt. Wir haben hier zwei Anwender, die miteinander per E-Mail kommunizieren. Zwischendrin das große böse Internet. Und wenn wir jetzt hier den Benutzer haben, der mit seinem Mobiltelefon angebunden ist und auf seinen Mail-Server zugreifen möchte, dann muss er durch die Anbindung des Mail-Servers durch. Wenn ich jetzt von hier eine Mail an meinen rechten Kommunikationspartner schicken möchte, geht die Mail einmal durch die Anbindung durch zum Server, dann vom Server nochmal durch die Anbindung durch, um letztendlich zum Ziel zu gehen. Deswegen ist es eventuell sinnvoll, abhängig davon, wie viel mobile Kommunikation ich betreibe, den Server nicht hinter die Anbindung zu stellen, sondern an eine eigene, breitere, günstigere Internetanbindung, weil schnelles Internet im Rechenzentrum immer noch besser verfügbar ist als in Eying. All dieses führt dazu, dass es viele Firmen gibt, die ihre E-Mail komplett aus dem Haus geben. Das sagt man heutzutage immer so schön, wir geben es in die Cloud. Wenn man den Kunden dann erzählt, dass Cloud eigentlich nicht Wolke heißt, sondern eine Abkürzung ist für Can't Locate Our User's Data, dann fragt man sich, wie kommt man auf diese Idee? Jetzt haben wir 2013 und der Spaß geht los. Im Jahr 2013 wissen wir inzwischen, dass der gesamte Internetverkehr großflächig abgehört wird. Die Briten haben alle Seekabel, die in Großbritannien anlanden, und das sind ein erheblicher Anteil, so angezapft, dass sie komplette Daten mitschneiden können. Das sind mehrere 10 Petabyte pro Tag, die da mitgeschnitten und abgelegt werden. Die werden 3 Tage komplett vorgehalten und währenddessen gesäubert. Ich sage immer, böse Zungen sagen, dieses Säubern besteht hauptsächlich daran, den Verkehr von YouTube rauszufiltern. Und die Datenmengen, die danach übrig bleiben, sind schon so klein, dass man sie beherrschen kann, und um sie dauerhaft zu halten. Die NSA baut gerade in Nevada ein Rechenzentrum mit einer Speicherkapazität von 5 Etabyte. Da wird Hans mich jetzt korrigieren, weil der das mit den Größenordnungen besser drauf hat. Das sind 5 mal 1000 mal 1000 mal 1000 Terabyte. Ich werde nachher vielleicht mal eine Grafik zeigen, die diese Datenbestände in Relation setzt mit den Datenbeständen, die die Stasi gehabt hat, nachdem die DDR bzw. während die DDR ihren Weg runtergemacht hat. Es werden nicht nur abgehörte Daten gespeichert, sondern es werden auch die Metadaten gespeichert. Die sind viel interessanter. Wer hat wann mit wem kommuniziert? Da kann man viel mehr Spaß mit haben, als wenn man sich die Inhalte anguckt. Sie werden langfristig aufgehoben und können effizient durchsucht werden. Und das ist die eigentliche Bedrohung. In den USA, das ist jetzt auch eine wichtige Geschichte, haben die Geheimdienste direkten Zugriff auf die bei Cloud-Anbietern abgelegten Daten. Das heißt, wenn ihre Daten bei Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, und es gibt noch einen 5., der hier in Deutschland nicht so weit verbreitet ist, wenn die dort liegen, müssen die Geheimdienste nicht ihre Kommunikation abhören, während sie auf dem Kabel ist. Die haben direkten Zugriff auf die gespeicherten Daten. Diese Daten können auch dann ausgewertet werden, wenn sie in der Übertragung verschlüsselt waren. Weil beim Anbieter liegen sie unverschlüsselt, weil sie müssen ja darauf zugreifen können. Das betrifft auch alle europäischen Unternehmen, die ihre Mail an amerikanische Cloud-Anbieter outgesourced haben. Das muss man sich mal reinziehen. Die Firmen treiben einen irrsinnigen Aufwand, ihr Internet abzuschotten, aus den Office-Räumen, haben damit üblicherweise Security-Policies, die den Mitarbeitern die Arbeit sehr stark erschweren. Deswegen werden Security-Policies so viel verletzt, weil sie oft nicht praxisgerecht sind. Und gleichzeitig liegen die fast wichtigsten Daten des Unternehmens in der Cloud. Wer macht sowas? Es wollte mir damals schon nicht ins Hirn und inzwischen natürlich gar nicht mehr.
Was will man dagegen machen? Was kann man dagegen machen? Ich muss eigentlich allen Leuten empfehlen, schieben Sie Ihre Unternehmensdaten nicht in die Cloud. Setzen Sie eigene Server auf. Ja, das kostet Geld. Ja, es braucht Know-how. Aber dann sind Sie wenigstens nur noch dadurch gefährdet, dass jemand Ihre Daten abhört, während Sie auf dem Kabel sind. Oder wenn jemand bei Ihnen reinläuft und Festplatten beschlagnahmt, aber das ist eine andere Geschichte. Nutzen Sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo auch immer möglich. Wenn Sie Daten verschlüsseln wollen, die Sie von A nach B schicken, dann darf die Verschlüsselung nicht hier sein und auch nicht hier. Nicht auf dem Server. Weil die Daten laufen unverschlüsselt sonst zum Server. Oder wenn der Server in der Cloud steht oder Sie einen eigenen Server angemietet haben in einem Rechenzentrum, laufen auch diese Daten unverschlüsselt vom Client zum Server, bevor sie dann verschlüsselt vom Server zu Server übertragen werden. Die Verschlüsselung gehört auf die Maschine, an der der Mitarbeiter sitzt, an der der Mensch sitzt, der die Mail schickt oder die Mail empfängt. Damit ist Webmail tot. Wer von Ihnen benutzt ein Mailprogramm, also nicht den Browser, um seine private E-Mail zu machen? Oh, das sind schon relativ viele, so ein bisschen mehr als die Hälfte. Webmail ist schön und praktisch, aber damit können Sie keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Das ist eigentlich das, was man tun möchte, um sich vor dem unberechtigten Zugriff von Autoritäten oder Nicht-Autoritäten auf die E-Mail zu schützen. Jetzt brauchen wir aber den Reality-Check, weil das, was ich Ihnen erzählt habe, das macht keiner. Es ist unrealistisch, auf Webmail zu verzichten. Es ist unrealistisch, keine E-Mail mehr auf Mobiltelefon zu machen. Man wird sich nicht komplett schützen können, weil wir uns an einen gewissen Komfort gewöhnt haben, auf den man verzichten müsste, wenn man sich vor den Gefahren schützen möchte. Aber alles, was man tut, ist besser als nichts tun. Wenn Sie nur eine verschlüsselte E-Mail pro Woche verschicken, stehen Sie besser da, als wenn Sie überhaupt keine verschlüsselte E-Mail verschicken, weil diese E-Mail ist geschützt. Und wenn Sie anfangen, das Zeug zu benutzen, motivieren Sie vielleicht die Gegenseiten auch dazu, das Zeug zu benutzen. Und das tut dringend Not. E-Mail ist mehr als nur E-Mail. Wenn wir E-Mail sagen, meinen wir üblicherweise E-Mail, Kalender, Kontakte etc. Die Zeiten haben sich geändert. Wir können dem Netz nicht vertrauen, wir können den Clouds nicht vertrauen. Es ist dringend notwendig, die Dienste wieder ins Haus zu holen oder mindestens unter die eigene Kontrolle zu holen. Und wir sollten viel mehr Daten verschlüsseln. Das ist unkomfortabel, es geht nicht immer, aber wir sollten es trotzdem tun. Vergleich mit dem Haus, es ist auch viel bequemer, die Haustür offen stehen zu lassen, weil da braucht man keine Schlüssel, wenn man nach Hause kommt. Aber das macht auch niemand, der klar denkt, weil dann andere Leute auch ins Haus reinrennen.